Willkommen! Ja, willkommen zu Stardew Valley, Bionade und Mais TV. Hi! Hallo! So, oh, noch drei Dioden, das heißt sechs Stück. Sehr gut, das heißt, wir können zwei Fischteiche verbessern. Und ich schmeiß bei mir mal diesen ganzen Klimbim raus. Mann, ich freue mich gerade. Ich freue mich. So, was haben wir denn alles da? Naja, auf jeden Fall nicht das, was man so gerne möchte. Wir haben Holz, wir haben das, wir haben das. Gut, das ist versorgt. Diesmal ich gleich dran gedacht. Mhm. Aber wo ich schon lange nicht mehr drin war, war unsere Hülle. Ah, drei Früchte ist doch schon mal gut. Wir haben hier so eine richtige Arbeitsteilung. Ne? Ich kümmere mich um die Früchte, um die Tiere. Ich würde mich nicht mal wundern, wenn es früher auch so war. Glaube ich auch. Dass der Mann sich um die biestigen kleinen Tiere gekümmert hat. Und die Frau um die Pflanzen. Wenn man so Bilder sieht mit Familien, die mitten in der Tundra oder irgendwo weit außerhalb leben, ist es ja oft so, dass sich die Männer und die Jungs dann um die Tiere kümmern. Unsere Hühner sind übrigens nicht gerade produktiv. Mögen die dich? Die legen so wenig Eier. Meinst du, die können zu alt werden? Oder knuddelst du die gar nicht mehr? Doch, ich knuddel die gerade wieder. Naja. Haben wir denn noch Hühner, ist die Frage. Eigentlich, ich sehe die ja nicht, weil der Stall ja mal offen ist. Ich sehe bloß mal Schweine- und Kuhärsche. Und Ziegenärsche. Und Euter. Das sind wie unsere Katzen, die halten uns immer nur in den Hintern hängen. Meinst du, wir sollten, aber die Ente ist 2 Monate, die ist 1 Monat, also die müssten eigentlich bald legen. Sind denn die Kühe produktiver? Ja. Ich war nicht mehr so stark wie am Anfang, aber... Meinst du, das wurde gepatcht? Ich weiß es nicht. War denn mehr ja nur ein neues Update bei Stardew Valley gewesen, das war ja nicht. Naja, ich weiß nicht. Ich weiß, der Entwickler wollte alles besser machen. Also die Ziegen, die ich hier gerade angesprochen habe, die sind erst 2 Monate alt. Die ist 3 Monate. Genau, die sind alle ganz jung. Das Schwein ist erst 1 Monat, das Schaf 2, die Kuh ist 4 Monate, der Hase 1 Monat. Also, kannst du ja mal bei den Enten? Obwohl, kann es denn, dass wir die Enten verkauft haben, weil wir Geld brauchten? Das kann sein, auf jeden Fall. Ja, stimmt, guck mal, wir haben kaum welche. Aber die wollten auch kaum noch Eier legen. Ja, es ist echt so, dass die Hühner jeden Tag legen und die Enten nur jeden zweiten. Manchmal glaube ich auch nur jeden dritten. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da irgendwas falsch gemacht haben. Na, ich nicht. Ich mache nie was falsch. Wollen wir noch mal Enten nachmachen? Blöde Ziege, verdrück dich. Jetzt. Na gut, dass ich nicht in deiner Nähe stand, sonst hätte ich das jetzt übel genommen. Okay. Kleiner Scherz am Rande. Ich gehe jetzt mal runter zu Mani. Mach das. Siehst du. Oh Gott, hier hat Dick ja auch noch Holz gefällt. Oh Mann. Sieht hier aus wie ein Schlachtfeld, weil ich hier nicht nachgepflanzt habe.
Oh, wie schön. Louis und Manni unterhalten sich gerade. So, ich kauf mal Tiere. Enten und Hühner oder lieber nur die Enten? Mach ich nicht, du musst mal gucken. Enten bringen mehr. Ich schaue jetzt mal nach der Post. Oh, wir haben eine Energiemilch. Diese für 500? Energietonikum. Ja, kannst du verkaufen, ist sehr viel wert. Ach, siehst du? Ich hatte gar nicht in Erinnerung, dass sie nur einen Stall mit Hühnern und Enten und so haben. Ich kaufe jetzt mal neue Enten. Mach das. Ja, mir war wirklich so, dass ich die verkauft habe. Noch eine Ente. Und noch eine Ente. Du kannst ja mal in den Stall gehen. Da sind gleich unglaublich viele Entenküken drin. Oh, ein Eichhörnchen hat sich versteckt. So, jetzt ist das Ding voll. Zeigst du unseren Zuschauern die vielen Entenküken? Das mache ich gleich. Ich mache mal eine Stadtbesichtigung. Entenküken. Immer mit der Ruhe. Die sind doch in wenigen Tagen schon wieder groß. Ja, die gehören schon dann wieder zum alten Eisen, ich weiß. Ja, zum alten Enten. Eisen. Enten. Eisen. Na gut. Enteneisen. Ja. Enteneisen. Es ist schon wieder 16.10 Uhr, also schon wieder viel zu spät. Ich bin da schon wieder auf dem Weg dahin. Ich bin gerade auf dem Weg zu Willi. Und guck ich mal, auch. Krobus noch mal was verkauft, was wir brauchen. Ach ja, Mensch, ich vergesse immer wieder nach dieser Angel zu schauen. Gibt's bei Willi? Nee, aber wir hatten doch noch welche da. Die ganz gute hab nur ich. Okay. Dann muss ich morgen gleich mal als erstes dahin. Das hatte ich eigentlich schon vorgehabt. Jetzt ist die Uhr schon wieder auf 17.10 Uhr. Und ich habe im Grunde noch nichts geschafft. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit hier angeln gehen. Und Willi hat bestimmt schon Schluss. Ja, die haben echt traumhafte Arbeitszeiten. Wenn man selbstständig ist, muss man auch nicht den ganzen Tag da rumhängen. Ich meine, er kann ja seinen Fisch auch verkaufen. Shit! Oh Mensch, ich muss den Finger echt von diesem Zepter lassen. Das laufe ich schon das dritte Mal. Du warst auf dem Weg und hast ihn zurück teleportiert. Ja. Ich wollte gerade die Mülltonne leeren. Ich bin ja nicht schadenfroh, aber das finde ich witzig. Ja, jetzt laufe ich diesen Weg schon zum dritten Mal. Ach ja, jetzt weiß ich, wo der Spruch herkommt. Wer sich im Kopf hat, der hat es in den Beinen. Oh Gott. Tja, so ist das, wenn man ein bisschen verpeilt ist. Ich mache übrigens gerade mal die Krabbenreusen leer, also mache schon wieder nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Ah, das Spiel, das lenkt einen so ab, 100 andere Sachen zu machen. Oh, wie schön. Lea ist am Strand. Das reicht nicht. Oh, hier ist eine Angelstelle, die hätte ich gar nicht gesehen. Guck mal her. Hier ist so eine Blubberfisch-Angelstelle gewesen. Okay, die ist schon wieder weg. Ist ein bisschen blöd von dem Programmierer. Wenn irgendwo so Blubberstellen sind, kriegt man schnell Fische, aber ja, die bleiben halt auch nicht lange. Das finde ich nicht gut. Hallo, Bionalo. Hi. Lass uns mal brüllen, damit die Fische auch alle kommen. Echo. Oh, ich sag doch, ich habe kein Talent dafür. Fische, kommt her. Wenn ihr an meiner Angel landet, geht's wenigstens schmerzlos. Ich weiß nicht, wie du das mit den Angeln machst, aber bei mir geht er ganz schnell nach unten.
Ja, die starken Fische sind halt schnell weg, aber du kriegst ab und zu auch mal schwache Fische. Eigentlich ist es am einfachsten, finde ich, Karpfen zu angeln. Und davon gibt es ganz, ganz viele in dem verwunschenen Wald. Wenn du dich da mal 2 Tage hinstellst, ist dein Level deutlich höher. Karpfen bewegen sich kaum, also da hast du einfach kein. Oh, ein Fisch mit Mütze. Also ein schwerer, seltener Fisch. Oh, das wird nicht. Schwupps, ist er weg. Naja, und du kannst bei Willi auch immer den Fischeintopf essen. Der verbessert deinen Skill und vereinfacht Angeln. Schon wieder dieser seltene Fisch. Dieser Forellentopper, wie? Ja. Kannst ja den Mauszeiger draufhalten, da steht dann Angeln plus so und so viel. Ich glaube Angeln plus 1 oder 2. Mal gucken, ob diese Droge wirkt. Ja, guck mal, selbst eine Angel ist jetzt weiter draußen. Schon wieder diesen mega seltenen Fisch. Ich will nichts sagen, aber du hast jetzt schon mehr rausgeholt als ich. Ja. Setang. Und Joja-Koja. Eine Brille. Ja. Ich bin erfolgreich. Wie gesagt, das gilt alles. Na Werde komm. jetzt nicht so deprimiert. Mit der Zeit kriegst du doch immer mehr Fische. Heilgut, naja, wir brauchen aber keinen. Nee, wir brauchen den Bondage. Ja, der macht das so komisch zu betonen. Ist doch so. Der bunte Arsch als Fisch. Nein. Uiuiui, uiuiui, irgendwas Schnelles. Ah, ich mag schnelle Fische nicht. Das ist bestimmt schon wieder so eine super Seegurke. Echt jetzt. Naja. Weißt du, nächsten Tag gehe ich gleich mit morgens zu Willi. Und dann holen wir uns mal Köder und für dich eine richtige Angel. Die Iridium-Angel ist mega teuer. Ich hoffe, die können wir uns leisten. Na, 183.000. Ach so, ich habe nur 18.000 gelesen. Na dann. Die hätte ich gerne, dann hätte ich ein Haus. Weißt du was? Ich gehe jetzt zurück, ich will jetzt schlafen und dann will ich sofort zu Willi gehen, damit ich es diesmal nicht vergesse. Und bevor wir die Folge beenden, machen wir unseren Einkauf bei Willi, okay? Sag einfach ja. Wir machen es diesmal. Ja, gut, okay, Dann haben wir gut. eine bisschen länger und eine kürzere Folge. Na, zu lang sollte es auch nicht sein. Das ist immer schwierig beim Hochladen. Okay. Dann bis gleich. Ja.